Kaum zu glauben, dass auf diese Weise Dünger entsteht. Ein Brei aus Lebensmittelresten fließt in Metallbecken und obendrauf kommt eine Lage Insektenlarven. Genauer, Soldatenfliegenlarven. Die Larven werden in den nächsten 2 Wochen den Speisebrei fast vollständig auffressen, dabei dick und rund werden und eine Unmenge von Kot produzieren, der dann als Insektendünger auf den Markt kommt, während die Larven getötet, getrocknet und zu Tierfutter verarbeitet werden. Ein zukunftsweisendes Konzept findet das junge Start-up-Unternehmen Made by Made in der Nähe von Leipzig, das auf regionale Resteverwertung setzt. Also normalerweise werden ja unsere organischen Reststoffe kompostiert oder die kommen in die Biogasanlage und da geht sehr, sehr viel verloren. Und die Insekten haben die Fähigkeit, sie können noch das, was wirklich wertvoll ist, nämlich die Proteine und die Fette, die können sie aus diesen Reststoffen noch rausziehen und man hat trotzdem noch den Dünger, um den es ja auch mitgeht, und man hat aber auch noch die Proteine, die halt ganz, ganz, ganz dringend in unseren Kreisläufen gebraucht werden. Wir brauchen dringend mehr Proteine, um die Welt zu ernähren, die Weltbevölkerung. Nach 2 Wochen siebt eine Maschine die Metallwannen durch, trennt die proteinreichen Larven von ihren wertvollen Ausscheidungen. Der Insektenkot ist ein feines, trockenes Pulver, das schließlich in einem Pelletierwerk zu Granulat gepresst wird. Grundlegend ist der große Vorteil von Insektendünger, dass er natürlich extrem nachhaltig ist. Er kommt hier aus der Region, er wird irgendwo abgebaut oder hergeschifft auf irgendwelchen Schiffen oder es bedarf keine große Energie, um ihn zu erzeugen, sondern er steht hier in der Anlage. Zweitens hat er einen unheimlich hohen organischen Anteil, was sehr gut für den Humusaufbau auf den Feldern, aber auch für den Kunden zu Hause ist. Und drittens ist in diesem Insektendünger noch Teile der Insekten drin, nämlich das Chitin, das, was die Häute der Insekten darstellt. Und die Pflanze reagiert darauf besonders intensiv, weil sie glaubt, sie wird von einem Insekt angegriffen und erzeugt dadurch mehr Blüte, mehr Blätter und bei Gemüsepflanzen zum Beispiel mehr Frucht. So die Theorie. Gärtner Martin Bimberg in Freiberg testet den neuen Dünger gerade in der Praxis. Die Gurken in seinem Gewächshaus bekommen in diesem Jahr nur Insektendünger und den in verschiedenen Konzentrationen. Es zeigt sich, mit dem Dünger lässt sich derzeit Geld sparen und viel hilft auch viel. Da auf den Weltmärkten fast die doppelten Preise gezahlt werden für mineralische Dünger, organische Dünger, Hornspäne, Hornmehl zum Beispiel. Und wir da hier wirklich sehr gute Erträge haben im Vergleich auch zu gegenüber dem konventionellen Pferdemist, den wir vorher eingearbeitet haben. Der Insektendünger lässt sich sehr leicht verarbeiten. Sie können ihn quasi nicht überdosieren. Es ist kein Platzen der Zellen oder Verbrennung, schnelle Verbrennung möglich. Eine interessante Beobachtung noch. Der Insektendünger scheint Insekten anzuziehen. Im Gewächshaus gab es dieses Jahr mehr Mistkäfer und Fliegen. Was vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber bei den Gurken gut für die Bestäubung war.